Hallo, Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Jungfrau. Wow. Hinter dem Deck habe ich zwei der Kelche. Wow, Jungfrau. Eine interessante Energie. Es erinnert mich gerade jetzt einfach nur so Sternzeichen Fische bei dieser großen Legung für den Monat April. Hat Sternzeichen Fische auch diese Energie für den Monat April halt, ja? Also für dich spricht ja für diese vierte Woche Monat März. Ist einfach nur interessant. Ich habe jetzt nur daran gedacht und sehr wahrscheinlich hat mit dir auch gar nichts zu tun. Ja. Aber wie gesagt, interessant nur. Zweite Kirche, es gibt hier eine Entscheidung. Ja. Eine Entscheidung. Und eine neue Person sehe ich hier bei dir. Ja. Also wir könnten hier bei dir gerade, Jungfrau, mit einer Dualität zu tun haben. Also eine Situation, die du kennst und eine neue Situation. Eine Person, die du kennst, und eine neue Person. Sternzeichen Krebs ist hier auch zu sehen, aber Zwilling, nämlich Wassermann, Waage, Wasserelement auch sehr präsent. Sternzeichen Krebs, es kann natürlich Fische sein. Also, wir schauen jetzt weiter. Jungfrau, es ist eine wichtige Energie, also eine wichtige Seelenverbindung haben wir schon hier bei dir. Ja? Achtung hier, ich sehe schon hier eine wichtige Seelenverbindung. Es kommt jetzt drauf an. Ich habe dir gesagt, ich habe eine Dualität hier, weil ich sehe natürlich zwei Situationen, ja. Und es ist aber deutlicher. Schau mal bitte, schau mal, was ich hier habe. Wow, wir haben zu viele Menschen hier. Zu viele Menschen. Der Mond, also Sternzeichen Krebs, tatsächlich sehr präsent bei dir. Wir haben hier Zweifeln einfach, Zweifeln einer Person vielleicht doch in einer Beziehung, deswegen diese Zweifeln. Schau mal bitte aber hier, Jungfrau. Die Königin der Kelche und der König der Kelche. Königin und König der Kelche. Die Sache ist, wie du siehst, die geben sich den Rücken. Ne? Also diese zwei Personen geben sich den Rücken. Ja, in manchen Fällen gibt es ja sogar eine Trennung. Ja? Und du merkst, wie weit ich jetzt komme, ja? Also, Jungfrau, wir schauen zusammen. Ist einfach nur interessant, gerade was ich da habe, ja? Schau mal hier, welche Karten für dich gekommen sind. Also sechs der Münzen, sechs der Kelche und einen Ritter der Schwerter. Die Nummer sechs, wie du siehst, wiederholt sich auch oft das, ja? Die Nummer 66 ist vielleicht für dich auch wichtig. Es gibt eine Person, die du natürlich kennst, die du sehr lang kennst. Ja, in manchen Fällen hat das sogar direkt mit deiner Familie. Ja, ich meine, sechste Kirche,
deutet ja auf eine Person, die mit dir ein sehr engen Verhältnis hat. Ja, immerhin sechste Kelche. Natürlich sehe ich Kinder hier, natürlich, ja. Aber auch diese Nostalgie, diese schönen Erinnerungen für etwas, was geschehen ist, das ist immerhin die Vergangenheit halt. Sehr wahrscheinlich, Jungfrau, sehr wahrscheinlich eine Situation, wo du von dir viel gegeben hast, wo du, einer Person hat hier wirklich viel mehr gegeben als die andere. Ja, so eine Situation sieht man hier. Dieses Geben und Nehmen ist nicht unbedingt balanciert gewesen und deswegen, einer Person möchte das Gleiche auch nicht mehr. Die Nostalgie ist da, die schönen Erinnerungen sind da, die Kommunikation sehe ich kommen, also Ritter der Schwerter, es gibt dieses Gefühl schon von Kommunikation für Gespräche, also sechste Kelche, wichtige Gespräche sind ja hier. Aber ja, Jungfrau, ich sehe hier eine Person, die du schon kennst. Und diese Person ist von deiner Vergangenheit. Es muss nicht immer für einen Wunschpartner reden, es kommt jetzt auf deine Situation drauf an. Es kann sogar mit einem Bruder zu tun haben, mit einer Schwester oder mit einem Kind. Es kommt drauf an. Und du wirst wissen, ob du mit jemand von deiner Familie noch was offen hast, ja? Noch ein Gespräch offen hast, was sich, ja? Es gibt diese Situation hier, ja. Es gibt schon diese wichtigen Gespräche hier und nochmals, Jungfrau, gerade sehe ich die Nummer 14, 14 in meine Uhr, spricht für die Karte die Mäßigkeit. Ja? Sternzeichen Schütze ist hier gerade jetzt zu sehen, ja? Die Nummer 14, eine wichtige Nummer für dich. Nochmals, Jungfrau, in manchen Fällen handelt es sich hier um Geld auch. Eine Person, die immer wieder in deinem Leben kommt, wenn Geld gebraucht wird. Diese Person ist ein Kind von dir, eine Schwester, ein Bruder. Ist das eine direkte Person von deiner Familie, die immer wieder kommt, wenn doch Geld gebraucht wird? Das weißt du natürlich besser, ja? Oder ist das ein Wunschpartner, der immer wieder auch kommt und geht und eigentlich du sehr viel von dir gegeben hast, aber nicht das Gleiche bekommen hast? Eine Situation, die du eigentlich nicht mehr in deinem Leben möchtest, ja? Und ich hole mir mehrere Karten, Jungfrau. Du merkst ja, was für eine Energie, ja? Ist nur interessant, also diese wichtige Seelenverbindung ist ja hier. Schau mal jetzt, Jungfrau, vorher habe ich von diesem Deck ein paar Karten für dich rausgeholt, ja? Und eine davon ist diese gewesen. Lass deinen Ex-Partner los. Interessant, oder? Die zweite Karte ist diese hier, Past-Life-Beziehung. Man merkt ja diese Situation, diese karmische Situation, wenn ich dir ehrlich bin, das ist eine klare karmische Situation. Ja? Diese starke Anziehung, was man hier hat, aber das kommt von einem anderen Leben. Deswegen diese starke Anziehung oder diese Situation von nicht loslassen zu können. Ja? Nicht vergessen, das muss uns nicht sagen, dass ich mit der Person jetzt in einem anderen Leben was zu tun hatte. Das heißt für mich nicht, ich muss mit dieser Person mein ganzes Leben jetzt hier verbringen, wenn ich mit der Person nicht klarkomme. Nein, gar nichts. Weil ich sehe schon hier eine karmische Situation und das ist sicher. Und die Karten sagen zu dir, lass deinen Ex-Partner los. Egal wie die Anziehung ist, lass diese Person los. Denn das ist eine klare karmische Situation. Und die nächste Karte ist eine neue Liebe. Das ist die nächste Karte gewesen. Eine neue Liebe. Unerwiderte Liebe. Wir haben einerseits eine unerwiderte Liebe und eine neue Liebe. Wow, wow, wow. Also, ja, so sieht es nämlich aus. Und es kann möglich sein, dass du gerade jetzt gar nicht dir bewusst bist. Es kann möglich sein, weil diese Legung ist für nächste Woche und bald schon April. Also, verstehst du, was ich meine, ja? Schau mal hier. Bringe deine Liebe zum Ausdruck, Seelengefährten. Also, du verlässt einen Ex,
mit dem du eine starke Seelenverbindung auch hast, und das ist ein Seelenpartner für dich, sicher, du wirst mit einem anderen Seelenpartner zu tun haben. Ja, wir haben ja nicht nur einen Seelenpartner im Leben, ja. Es kommt jetzt drauf an. Ich sehe hier eine interessante Situation, Jungfrau, das muss ich dir schon sagen. Deswegen diese zweite Kelche. Also es gibt hier schon eine Dualität. Ich hole mir mehrere Karten. Erste Kelche. Also ich sage dir schon, hier kommt eine neue Liebe. Hier kommt eine neue Liebe. Wow, wow, wow. Wow, wow. Also, Jungfrau, eine starke Legung, eh? Starke Legung. Puppe der Münzen, ich sage dir, du wirst mit einer bestimmten Person deine Vergangenheit noch zu tun haben. Ja, das wird passieren. Und diese Person, es gibt hier ein Gefühl von sich versöhnen oder irgendein Gespräch möchte diese Person noch mit dir haben. Wow, wow, wow. Vierte Schwerter auf dem Kopf, ja. Also eine Person hier hört nicht auf, an dich zu denken. Es gibt hier so eine Situation, fast eine Besessenheit. In der Mitte, Jungfrau, habe ich die Karte der Narr, einen großen Arkana, Nummer 0. Und diese Karte deutet für neue Anfänge, einen neuen Zyklus. Nummer 0, du merkst ja, Jungfrau, diese Person hier mit dem Koffer, ja, auf diese Illustration von der Karte, man sieht einen Koffer, eine Person, die auf den Bus wartet, ja, man möchte daraus, man möchte irgendwie was Neues anfangen, einen neuen Weg nehmen, einen neuen Zyklus anfangen. Man möchte loslassen, eine starke Energie, sage ich dir, eine starke Energie, weil diesen Loslassen sehen wir nämlich auch hier. Also, Jungfrau, ich bin mir sicher, dass das deine Energie ist, dieses Loslassen, das ist deine Energie. Dir ist bewusst, dass du mit einer bestimmten Person eine starke Seelenverbindung hast. Dir ist das auch bewusst, dass diese Person ein Seelenpartner von dir ist. Ja? Das weißt du ja. Aber das ist für dich jetzt nicht mehr so wichtig, weil, warum? Weil es gibt nämlich einen anderen Seelenpartner, eine neue Liebe, die auf dich zukommen wird. Ja, die neue Liebe. Neue Anfänge. Schau mal bitte jetzt hier. Zehn der Schwerter, die Karte der Narr und einen Ritter der Schwerter. Also ich spüre hier eine Situation von Defensive sogar. Ja, also du wirst dich auf eine Defensive auch stellen, ne? Denn du willst diese Situation auch nicht mehr in deinem Leben. Zehn der Schwerter und die Karte der Narr. Nummer 10 und Nummer 0. Man spürt hier einen Zyklus. Einen Zyklus ist bei dir vergangen. Eine komplizierte Situation ist bei dir jetzt vergangen und geheilt. Du hast geheilt, aber du willst von dieser Situation in deinem Leben nicht mehr zu tun haben. Du bist jetzt eine neue Person. Du hast einen komplizierten Zyklus hinter dir und du bist jetzt eine neue Person. Hier können wir sogar über Krankheiten reden. Für manche, in manchen Fällen. Wir können hier sogar über Krankheiten reden. Aber die Heilung ist ja da. Dieser neue Zyklus ist da. Also es sieht gut aus. Ja? Aber nochmals, Ritter der Schwerter, wie gesagt,
eine bestimmte Situation in deinem Leben, wirst du nächste Woche noch Kontakt aufnehmen mit einer bestimmten Person, aber du willst das in deinem Leben nicht mehr. Schau mal bitte jetzt hier, Jungfrau, 2x6 Kelche. Also 2x6 Kelche. Past Life Beziehung und Seelengefährte. Also, Jungfrau, ich habe hier mit einer klaren karmischen Situation zu tun. Eine klare karmische Situation. Diese Situation, was wir hier haben bei dir, Jungfrau, hast du von einem anderen Leben. Das ist hier eine Past Life Beziehung. Aber das ist 100% sicher, was wir hier haben. Ja? Und ja, mein Gefühl ist, tatsächlich, du musst hier in diesem Leben einen Bruch mit einem Vertrag, mit einer karmischen Situation, musst du einen Bruch machen. Es ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Damit du was Neues anfangen kannst, ne? Damit du endgültig endlich mal was Neues anfangen kannst, weil schau mal bitte jetzt hier. Also 10 Schwerter, einen Puppe der Schwerter und die Karte, die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage bei dir präsent, Waage, aber Zwilling oder Wassermann kann natürlich auch hier sein. Luftelement sehr präsent bei dir. Also, eine Person spioniert dich, ja? Du wirst beobachtet, du wirst spioniert. Es gibt hier eine Person, die ziemlich unreif ist und eigentlich sehr verletzt ist. Also diese Person kann sehr verletzen. Hat schon bereits bei dir gemacht. Es zeigt sich hier eine sehr unreife Person, aber Jungfrau, eine Wahrheit kommt ans Licht. Ja? Das Gefühl, was ich hier habe mit so vielen Schwertern, weil ich habe hier einen Puppe der Schwerter, die Gerechtigkeit und der Ritter der Schwerter, mein Gott, der ist geflogen, ne? Oh Gott, warte mal kurz. Genau, wie gesagt. Ritter der Schwerter, die Gerechtigkeit, Puppe der Schwerter. Also Luftelement, wie gesagt, sehr präsent bei dir. Du wirst nächste Woche auf eine Wahrheit kommen. Etwas erfährst du, etwas bekommst du klarer. Du bekommst einen klaren Kopf, ja? Und du überhaupt, es gibt hier gar keinen Zweifel mehr. Also von wegen, ich habe jetzt Zweifel, von wegen, ich muss wieder nee, also hier gibt es einfach einen klaren Kopf. Man ist jetzt sicher, man hat einen klaren Kopf und man kommt auf eine Wahrheit, ja. Und das ist, was ich hier nämlich habe. Du wirst Grenzen setzen. Du setzt Grenzen. Die Gerechtigkeit ist da. Also dein Schicksal ist hier sehr präsent und wie wir gesagt haben, eine klare karmische Situation, ja, sicher. Aber die Gerechtigkeit fragt dich nämlich, hast du diese Lektion jetzt gelernt? Weil hier haben wir mit einer Lektion zu tun. Ja, eine Lektion, das ist sicher. Hier ist eine Lektion zum Lernen. Hast du die Lektion gelernt oder brauchst du noch ein paar Erfahrungen mehr über diese Situation? Und das wäre auch kein Problem, ja, weil dafür sind wir ja auch da, um zu lernen. Und, aber hier gibt es natürlich eine klare Lektion zum Lernen. Ja, ja, also in manchen Fällen habe ich hier sogar mit einer Trennung oder einer Scheidung zu tun. Die Gerechtigkeit und 6. Kelche. Ich meine, hier sehe ich schon so eine Situation, eine komplizierte Situation, was nochmals für manche mit einer Trennung oder einer Scheidung zu tun haben kann. Ja? Ritter der Schwerter, wie gesagt, diese abrupte, in manchen Fällen abrupte Kommunikation oder Handlung ergibt sich nächste Woche mit einer wichtigen Person, eigentlich eine wichtige Person für dich. Und die Person kennst du schon ziemlich lang. Jungfrau, in manchen Fällen ist das sogar dein Bruder oder deine Schwester. Ich wiederhole es, weil hier ist ziemlich deutlich. Kann sehr gut dafür sein, ja? Bruder, Schwester oder Kind von dir. Oder doch, deinen Ehemann, deine Ehefrau, natürlich, oder ein Ex, ja? Natürlich einen Ex. Aber diese Situation ist hier sehr, sehr stark präsent. Sehr stark präsent. Ich befreie mich von einer
bestimmte Vergangenheit. Schau mal hier. Denn, ja, also hier gibt es auf jeden Fall eine karmische Situation. Haben wir jetzt gesagt, wiederholen wir die ganze Zeit, ich weiß, aber fast viele Karten erinnern uns dran und deswegen komme ich immer wieder drauf. Ja? Also hier für eine Gruppe, für Sternzeichen Jungfrau, ja, gab es hier schon eine Sache von einer Dreierbeziehung oder eine dritte Person oder so eine Situation gibt es hier schon. Ja? Ich sage nicht, dass das gerade so ist. Ich sage, dass das auch so war. Es war nämlich so. Ich denke, das ist nicht mehr so. Weil in der Mitte ist ja die Karte der Narr. Also die Befreiung oder dieses Gefühl von Loslassen ist ja hier. Ritter der Schwerter. Also man merkt, du stellst dich auf eine klare Defensive hier. Denn du hast bereits schon einen klaren Kopf in der Situation. Du hast gar keinen Zweifel mehr in dem, was du möchtest. Oder was du entscheiden willst. Du hast einen klaren Kopf. Aber hier ist schon eine komplizierte Zeit gewesen, natürlich. Und für eine Gruppe hat das schon mit so einer Situation von einer dritten Person oder einer Dreierbeziehung oder Menschen, die sich da rein mischen möchten, wie auch immer. Hier ist deutlich, ja. Und Jungfrau, wie gesagt, das hast du schon in einem anderen Leben erlebt. Das ist was, was du schon kennst, ja. Und ich sehe hier einfach einen neuen Zyklus. Das muss ich dir schon sagen. Ich sehe einfach einen neuen Zyklus. Das muss ich dir halt sagen. Ich meine, das ist, was ich hier sehr stark spüre. Und die Nummer 666, also Achtung hier. Die Nummer 666 wiederholt sich bei dir oft. Und es ist nichts teuflisch, also bitte über Internet als Engelnummer suchen. Es ist eine wichtige Botschaft hier für dich, ja, und eine sehr wichtige Botschaft. Die Nummer 666 wiederholt sich bis dreimal. Also hier ist schon eine wichtige Botschaft für dich, ja. Und das ist nicht umsonst. Ich sehe die Vergangenheit sehr stark hier, diese starke Verbindung sieht man hier von einem anderen Leben. Diese Situation ist hier zu sehen und ich denke, einen wichtigen Bruch muss hier endgültig gegeben werden. Eine klare Befreiung gibt es hier. Ja, also ich denke, für dich ist die Situation deutlich. Also man fängt einfach neu an. Man fängt neu an. Und ich weiß, dass das hier nicht leicht, nicht einfach ist, weil, wie gesagt, die Verbindung zu einer bestimmten Person ist hier extrem stark, ja, und deswegen zeigt sich die Energie so kompliziert, weil die Verbindung zu sehr stark ist. Und wenn das noch eine Person von deiner direkten Familie zu tun hat, Bruder oder Schwester, das ist noch komplizierter. Ist noch komplizierter. Aber ja, die Emotionen sind hier bei dir sehr, sehr stark präsent. Die Emotionen spürt man hier schon, aber egal wie ich mir das hier anschaue, Jungfrau, ich weiß nicht, wie deine Situation ist, aber hier ist ein klarer neuer Zyklus, eine neue Person, eine neue Liebe kommt auf dich zu. Das ist, was ich hier spüre. Und auf jeden Fall einen Loslassen, neu anfangen. Ja. Und wenn du mir sagst, also ich spüre noch gar nichts, mag sein, Jungfrau, aber das ist, was auf dich zukommen wird. Eine neue Person. Weißt du wann? Wenn du dich von einer bestimmten Situation befreist. Aber richtig befreist, also endgültig befreist. Ne? Egal wie kompliziert für dich ist. Egal wie kompliziert es für dich ist. Eine Person ist eifersüchtig, das sage ich dir aber auch. Jemand wird hier eifersüchtig sein. Klar, logisch. Das kann man schon verstehen. Aber es gibt nichts zu machen hier. Es gibt hier mit dieser Person nichts mehr zu machen, weil du lässt los. Ja. Genau.
Ich würde dir sogar sagen, sei vorsichtig dann aber auch mit einer bestimmten Person, wirklich von deiner Vergangenheit, die sich wagen wird, also die Person wird sich trauen, mit dir wieder zu kommunizieren, obwohl die Beziehung schon abgeschlossen war. Du hast diese bestimmte Situation abgeschlossen, es war schon ein Schluss da und die Person kommt wieder in deinem Leben rein und traut sich schon, diese Kommunikation zu machen, ja? Nutzt euch diese starke Verbindung zu dir, nutzt es aus, um irgendwie diese Kommunikation zu machen. Die Person zeigt sich hier eifersüchtig. Und ich sage dir eine Sache, Jungfrau, diese Person spioniert dich sicher. Diese Person spioniert dich auf jeden Fall und sieht, wie du dich verändert hast, wie verändert du bist. Aber die Person kann dich nicht vergessen. Eine Person hier kann dich nicht vergessen, ist nicht möglich. Und er wird dich nie vergessen können. Also diese Verbindung ist nicht zu brechen, zumindest nicht so, wie man denkt, ja, weil es gibt hier eine starke Seelenverbindung. Deswegen, Jungfrau, wenn du wirklich loslässt, so wie die Karte hier es uns sagt, also lasse deinen Ex los. Wenn du das wirklich schaffst, deswegen habe ich vorher gesagt, es ist leichter gesagt als getan. Und es ist ziemlich kompliziert, wenn du das machen kannst. Das ist natürlich eine große. Deswegen kommt für dich dann die Belohnung. Eine Belohnung gibt es hier und das ist eine neue Person. Das ist schon eine Belohnung vom Universum, ne? Einen neuen Seelenpartner, eine Belohnung. Aber weil du, ja, ziemlich dabei bleibst, ja, also was ich denke ist tatsächlich, Jungfrau, dass man sieht, wie gut es dir geht, wie du dich verändert hast und man möchte wieder in deinem Leben auch von deinen Finanzen zu profitieren, also jemand möchte von dem, was du auch hast, auch davon was haben. Ja, die Gefühle sind da, aber die Finanzen sind auch da zu sehen. Und ich denke, du weißt das, du stellst dich auf der Defensive und du möchtest eine bestimmte Situation in deinem Leben nicht mehr. Egal, irgendwie wie und irgendwie. Und es gibt dieses Gefühl, klares Gefühl von Loslassen. Ja, Sternzeichen Waage, sehr präsent bei dir. Waage, aber Zwilling und Wassermann nämlich auch. Ich weiß, ich habe schon gesagt, aber hier ist extrem deutlich zu sehen, ne? Sehr, sehr deutlich. Ja. Jungfrau, das ist die Energie für nächste Woche. Ich spüre hier ein Gefühl von, einer Person wird alles Mögliche machen, um dich zu überzeugen. Eine Person möchte dich hier überzeugen, eure Beziehung, ja? Also eine Person will dich überzeugen. Was ich denke ist, das ist nicht mehr möglich bei dir. Es ist nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich. Du hast einen Zyklus hinter dir. Jungfrau, das ist die Energie, die sich hier zeigt. Du musst jetzt schauen für deine Energie, wie du dir das hier anpassen kannst. Aber das ist halt die Energie, die wir hier haben, ja? Und ja. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön, Jungfrau, und bis bald. Tschüss.